Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Just Cause 3. Ja, wir wollten gerade. Ja, erstmal ein Bad nehmen hier. Stand die ganze Zeit wieder in meiner Karre. Müssen wir an die Steuerung gewöhnen. Wo ist eigentlich meine Karre? Ach, da. So, zumindest. What? Zumindest hat der mich abgesetzt und meinte, ich war hier. Kauda, wir haben die Insel befreit, ich erinnere mich. Und haben hier oben bloß, oh, so viel Arbeit noch, alter Schwede. Ich wollte mal ganz kurz hier reingucken. Granatenmods gibt es schon noch ein paar coole. Kugelsglas, okay. Zielsuchende Granaten. What? Okay. Granatenreichweite. Chaos-Objekt-Zielsuche. Ah, das ist auch ein bisschen gar nicht so übel. Kluge Zündschnur. Gut, Kapazität ist nie verkehrt. Gucken, was hier noch so geht. Ja, die blöden Triebwerke, die erstmal überhaupt irgendwie gar nichts brachten. Annäherungsminen. Sicherheit. Ah. Denn erst dann, wenn ich mich nicht im Worker, wenn ich mich nicht im. Coole Geschichte. Spezialwaffenmunition. Fast Raketen, Granatenwerfer. Oh, das ist natürlich cool. Notwendig. Was? Alle Waffen werden beim Raketenabwurf in der halben Zeit aufgestockt. Ah, meh. Hier haben wir. Oh ne, gibt es sogar noch einmal Strength. Also Verbindungsstärke. Längsfühlen, halte Stürme, langsamer zu werden. Ah, okay, das geht auch noch. Wow, also müssen wir da auf jeden Fall noch Gas geben. Gut, habe ich da mal reingeguckt. Wo wollen wir als erstes hin? So viel Zeug. Alter Schwede. Die Inseln wollte ich eigentlich jetzt schon bald mal fertig haben. Oh, habe ich da. Hier oben dann alles zu machen? Könnte eine halbe Ewigkeit dauern, bin ich ehrlich. Schauen wir mal, wie sich das zieht. Stricken in Blau. Ach, wisst ihr was? Wir machen erstmal die Mission. Na, hallo? Karte? Bitte. Ah ja. Mag ja den Buggy. Bisschen was von der Crew gerade, was ich nebenbei auch noch ein bisschen gespielt habe. Na gut. Die Crew ist das dann geht besser. Da habe ich ja auch überlegt, Mensch, soll ich da mal irgendwas machen? Crew, keine Ahnung. Das ist so ein Spiel, was ich einfach mal auspacke. Irgendwie ein Rennen fahre oder zwei und dann wieder einpacke. Vielleicht bei Let's Play in dem Game. Mal gucken. Ja. Wow! Der Fug! Alter Schwede. Du kamst geflogen. Herrlich. Bin in Trio angelangt. Lang geht es bestimmt nicht. Ah, doch. Aber wir nehmen den Weg. Also wir versuchen mal so weit wie möglich einfach mit unserem Buggy hier zu kommen. Ich ja mega schwarz sehe. Map war einfach nicht. Oh, alter Schwede. Wenn da nicht gleich noch Kolben oben rausfliegt. Jetzt wird's aber impossible. Wow! Ja, wir haben einen Wegpunkt. Nee, das schaffe ich nicht. Also, Leute. Das schafft der arme Buggy nicht. Hier hoch vielleicht. Ich will ja abkürzen. Ich will ja hier Geländefahrt machen mit dem Buggy. Oh, das ist aber too much, oder? Das ist too much.
too much. Nicht. Komm schon. Naja. Dahin wollen wir. Huch. Oh. Oh, oh, oh. Perfekter Parkplatz. Ja, da war es ganz gut, dass ich hier die Ausfahrt genommen habe. Oh, hoffentlich gehe ich jetzt hier nicht gleich dran krachen. Wie war das? Erst Fallschirm und dann ranziehen, ja. Immer noch derselbe Scheiß. Dass man sich nicht aus dem Wingsuit ranziehen kann und er dann alleine irgendwie den einfach mal wegsteckt. Na komm hier. Wow! Wow! What the fuck? Wow! Alles okay. Alles okay. Alter, fast wieder hier. 5 Minuten geflogen, Heli kaputt. Oh mein, genauso wie ich das halt immer mache. Don't need you anymore. So. Denk mal, das ist in der Base, auf der Base. Ich kann den aber auch nicht einfach wegstecken. So. Ach, den steckt der mit. Das ist zum Beispiel auch was. Mit Steuerung steckt er dann zwar, weil Steuerung ist ja eigentlich abbrechen. Steckt er zwar den Fallschirm weg, aber nicht den Wingsuit. Oh, I see. Nein. This was not what I wanted. Na komm, jetzt mach mal hier. Verstricken in Blau. Verstricken wir uns nochmal in Blau. Ladebildschirm. Ja, heute übrigens Aufnahme mit Video. Rico. Ja, polier mal dein Rohr. Die Analyse des Kraftwerks zeigt einen ungeschützten Bavariumkern. Sieht nicht nach einer stabilen Konstruktion aus. Na, das klingt auch gar nicht mal so schlecht, Dima. Ich destabilisiere also den Kern. Ja, das wäre das Ende für diese Basis. Mario. Will was naschen? Hast du Sheldon schon was von unserem Plan gesteckt? Ah, du kennst mich. Sheldon, Rico meinte, ich soll dir das zeigen. Wir greifen demnächst das Kraftwerk an. Nur, dass du es weißt. Gracias, compadre. Ich heiße jetzt Super-Doppelagent Mario Frigo. Die Ravello wird uns alles entgegenwerfen, was er zur Verfügung hat. Haben wir die Armee erstmal im Griff, werde ich ins Kraftwerk reingehen. Wie super subtil gemacht. Jetzt geht's los. Nee, was bist du? Mann, ist das aufregend! Endlich gehen! Ist doch keine Keule, Junge, du bist doch hier nicht im Steinzeitalter. Apropos Steinzeitalter. War kurz davor nochmal Dings zu spielen. Am Flugfeld von Porto Cavo. Am Flugfeld von wo? Ah ja. Ne, das sind einfach nur Torsteuerung ohne Ende. Ah, da hinten. Gott, ja. Nein! Ja, ich ruhe mich erstmal ja aus. Ihr macht das. Jetzt wird's dann. Jetzt geht's dann los hier, oder was? Wollen die also, dass ich die in den einzelnen Kämpfen unterstütze? Hier geht random irgendwas kaputt. Auch nicht übel. Oh, hier geht's jetzt überall los. Befreiungskämpfe. Ich hätte mir irgendwas nehmen sollen, was fliegt. Verfolgt mich zufällig irgendwas? Nee. Schade. Ah, jetzt auf einmal. Wow, die ganze Zeit tut ja nix. Überhaupt nix. Jetzt auf einmal hier. Das ist aber weit, ey. Irgendwie zieht er sich nicht mehr. Ah, oh, bitte. Leute. Immer noch nicht am Flugfeld. Ich kann mich auch nirgendwo hinziehen, um schneller zu werden. Jetzt! Ja, ich weiß, da war ein Helikopter, aber jetzt bin ich ja gleich da. Ja, toll. Sehr gut. Ideal. Jetzt
möbt auch noch mein... Hallo? Es möbt auch noch mein Headset rum. Könntest du bitte einmal versuchen, hier zu machen, was taugt? Mehr Strecke gut machen? Wir fliegen unsere Verwundeten aus Porto Cavo aus, aber die Gegend ist heiß. Beschütze das Flugzeug, bis es in der Luft ist. Alter, ich finde das ganz schön heiß hier. Reinziehen. Leute, ich flieg's gleich hier weg. Jetzt macht hin. Da ist ja nicht mal einer drin. Der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mir dieses Wochenende, wie schon erwähnt, die Division Beta angeguckt. Sehr deckungsaktiver Shooter, aber sonst relativ kleine Map. Ja, das ist richtig, aber sonst spielerisch. Wer schießt denn hier die ganze Zeit auf den Heli? Achso, der ist jetzt da so halbwegs. Einige Versorgungsschiffe der Rebellen brauchen Geleitschutz. Kannst du das übernehmen? Ja. Ich bring hier Geleitschutz. Hallo? Booster an. Booster go. Alter, der ist aber schwer. Schwerer Kampfheli. Jetzt kriegt er Schub. Wow. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das was wird. Was ist das hier? Aber ich habe da so fette Bomben, die ich abwerfen kann. Alter Schwede. Wie oft kann ich das? Oft genug. Nachjustieren. Da haben so ein kleines Zielkreuz. Rico, diese Versorgungsboote müssen den Strand bei Vignaletta erreichen. Sieh zu, dass sie dort sicher ankommen. Das war genau das Versorgungsboot, was ich sichern sollte. Was habe ich gemacht? Ich habe es zerstört. Steige in das Rebellenboot. Ein Militärkonvoi ist unterwegs nach Chinta. Wenn wir ihn nicht stoppen, werden hunderte Menschen sterben. Achso, das haben wir... dammit, das zählt jetzt als verloren. Und ich hätte hier einfach das nächste machen können. Und das ging einfach schlecht auf meine Bewertung. Natürlich ist mein fetter Jet jetzt weg. Aber der war cool, den muss ich mir merken. Oh, das dauert alles so ewig. Ist ja nicht irgendwann ein Heli. Da kann ich mich nicht anhaken oder so. Oh, ja, ich habe keine Zeit. Ich habe auch nichts, wo ich mich hinziehen kann. Jetzt. Komm schon, Fallschirm. Jetzt mal nicht herumeimern. Keine Zeit. Zieh dich zu der blöden Brücke. Nicht gegen die Brücke. Oh, Gott sei Dank. Na, wird da mit den Füßen hängen geblieben. Na, komm. Keine Zeit. Oh, ich wollte es noch. Ich dachte, das sah eigentlich ganz gut aus. Deswegen habe ich einmal gar nicht reagiert, aber offensichtlich hat es nicht an sie erreicht. Du bist in Reichweite des Konvois, Rico. Schalt ihn aus. Ja. Die haben einen Bavarium-Panzer. Now it's mine. Oh, hallo? Komm auch hin. Muss ich da einsteigen? Huch! Ist das jetzt hier alles, was jetzt hier an der Einmacht kommt? Ja.
haben die Schilde um Corda Dracon deaktiviert. Es gibt dort 3 Generatoren. Zerstöre sie. Was? Mission? Oh ne, das versuchen wir ja nicht erst. Tut mir leid, Boys, ich requeste hier mal den Heli. Weiß auf die komischen Typen da unten. Ich brauche mal hier. Das dauert das 800 Stunden, bis ich da ab. So, ich hoffe, ihr habt Schwimmwesten dabei. So, alles kein Problem. Da ist irgendwas deaktiviert worden. Ich bin drin, Dima. Was jetzt? Deaktiviere die Kühlturbine, um die Schilde abzuschalten. Alter. Hallo, ich sehe nichts. Oh, hallo. Was? Wo ist er denn? Was macht er denn? Was wollen sie denn nur von mir? Kannst du mal dich irgendwo hinziehen, wo du in aller Ruhe stehen kannst? Really jetzt? Ist da gerade ein Heli? What the fuck? Warum geht der nicht kaputt? Okay, hier komme ich so schon mal nicht lang. Wow! Moment mal hier. Ich finde Bar. Jetzt kurz mal hier warten. Hallo? Ja, Linda. Hallo. Achso, den habe ich da nicht gesehen. Das war nicht so clever. Ja, deswegen war das nicht so clever. Immer um die Ecke hier. Hey, what? Ja. So geht's. Okay. Sind wir das hier alles los? Und das sind wir los? Und das sind wir los? Ja. Was? Warum? Super empfindlich das Fass heute, oder was? Hackern wir halt da rein. Ja, weiter so, Rico. Durch die Zerstörung von der Turbine wurde der Kühltunnel geöffnet. Durch ihn kommst du in den Generatorraum. Na toll. Huch. Darf ich wieder hier abschwimmen? Naja, dann machen wir das eben fix. Alles kein Ding. Ach ja. Naja, das ist ziemlich... Oh, da kann ich, glaube ich, Luft holen. Hallo? Luft holen? Doch nicht Luft holen? Gut, dann sterbe ich jetzt hier. Nein! Oh, jetzt mache ich hier so einen toten Mann aus dem Wasser. Du bist tot. Ja, nein! Ah! Ich drückte jetzt, wo es nicht hätte gebraucht, Steuerung. Na gut, ich dachte halt mit dem Luftholen war da eine ganz coole Idee, offensichtlich nicht. Moment. So, na dann versuchen wir die einfach nochmal in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.